als Fahrzeugreparaturkanal würde man ja vermuten, dass ich euch Fahrzeugreparaturen ausschließlich zeige, aber in Fahrzeugen sind natürlich viel Elektronikkram dran und deshalb habe ich hier auch eine kleine Elektronikwerkstatt mit so Messgerät-Kram und allen möglichen anderen Zeug. Und jetzt habe ich mir mal eine neue Spannungsquelle gekauft, weil die ich hier seit Jahren habe, ne, die ist A, leistungstechnisch nicht so besonders doll und B, funktioniert der E-Kanal nicht mehr. Und das hat mich so geärgert und außerdem ist das alles analog und scheiße, dass ich mir jetzt mal was Billiard aus dem Internet bestellt habe und der Dave vom EEV-Blog, so ein Australier, der so einen Elektronik-Blog hat, der hat mal eine Liste gemacht mit günstigen Sachen, die man so in einem laienhaften Elektroniklabor haben sollte und da hat er unter anderem dieses Netzteil vorgestellt und empfohlen und ja, jetzt mache ich mal ein richtig echtes Unboxing, denn da ist es in der Packung noch nicht mal aufgemacht, ne? Also wie die Unboxing-Videos sind ja ganz oft so, dass man in Wirklichkeit das schon mal geöffnet hatte, aber in dem Fall, was ja auch okay ist, wenn man halt wieder so einpackt, aber in dem Fall ist das tatsächlich ungeöffnet. So, jetzt mal hier. Jetzt gibt es hier mal einen Cut, weil ihr sollt natürlich nicht sehen, wo ich wohne. So, also da ist das Paket. Hier ist das Cuttermesser. Und jetzt wird mal hier fleißig gecuttert. Der Dave vom EEV-Blog, der hat ja da immer so ein geiles Riesenmesser, so eine Machete. Die werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal zulegen, wenn das hier mit YouTube so weitergeht. Und naja, und wenn nicht, dann auch egal. Also wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann gibt es für diese Teil mehr als hier noch Reviews. Aber leider sind die deutschen YouTube-Kanäle ja da nicht so gut aufgestellt. Deshalb, da ist noch Wachstumspotenzial. Also Leute, macht alle deutsche YouTube-Kanäle und macht den englischen Konkurrenz, weil die meisten deutschen YouTube-Kanäle irgendwie noch stark verbesserungswürdig sind. So. Ums. Also, Packung ist leer. Zack, in der Ecke. Gucken wir doch mal, was ist dabei? Instructions. Also, eine Anleitung in, das ist mächtig Französisch hier. Ja, 100% Französisch, verstehe kein Wort. Französisch bin ich nicht mächtig. Wenn es Spanisch wäre, würde es vielleicht noch gehen, aber so schlecht. So. Das sieht alles auch. Nee, obwohl. Ja, nee, das ist normal was Englisches. Zumindest die Spezifikation von dem Gerät, was das alles kann. Also 220 Volt Einspeisung. Naja, also. Könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe genau angucken. Ach, guck mal hier, hier hinten ist das gleiche, was da in Französisch abgebildet ist, nochmal auf Englisch. Ja, aber auf Englisch, nicht auf Deutsch. Von daher, ich mache ja ein Video für meine deutschen Zuschauer. Also egal. So, hier sind Bananaplugs, Bananenstecker mit eine Seite Bananenstecker, andere Seite Krokodilklemmen. Die sehen extremst billig aus, fühlen sich extremst billig an. Also, als Messleitung will man das nicht benutzen. Da bin ich mir jetzt schon sicher, dass man sich damit unglücklich macht, wenn man da irgendwas ernsthaft nicht misst. Aber um da einfach Strom drüber zu schicken, um irgendein Gerät zu powern, ich denke, dass das schon okay ist. Und ja, ansonsten ist da mit Sicherheit die mindestmögliche Menge an Kupfer in diesem Kabel drin, die man irgendwie verbauen kann, damit es trotzdem noch funktioniert. Also. Nun ja, aber die gibt es umsonst mit dazu, also schaut man ja nicht ins Maul. Dazu noch so ein Kaltgerätestecker, also Kaltgerätestecker kriegen wir mal hier. Da-dum, da-dum, da-dum. Kaltgerätestecker, eine ganze Schublade voll. Ich habe vom Flohmarktteig noch eine komplette Flohmarktkiste nur mit den Dingern, also meine Güte. Nun ja, aber wieder mal einer mehr, ne? Wunderbar, vielleicht ist er ja aus so vernünftigen Silikon, damit man sich das nicht verbrennen kann, aber das sieht leider nicht so aus. Ne, das ist stinknormaler Kunststoff, kein Silikon. Also hätte sich auch sparen können für mich. Naja, mir ja. So. Ich freue mich ja schon, dass das von der Farbe her so in etwa mit meiner Ablötstation, die hier steht, zusammenhängt. Also das ist nochmal ein separater Lötkolben, aber hier hängt eine Ablötstation
mir organisiert, die auch extrem günstig gerade gibt. Die kosten nur noch 90 Euro. Und die gab es vor 2 Jahren oder so, kamen die für fast 200 auf den Markt. Also funktioniert mega geil. Mache ich nochmal einen eigenen Review zu. Aber jetzt sind wir immer noch bei der Spannungsverlagerung. So. Uiuiuiui, das Ding ist ja elendig schwer. So. Also, was steht hier? 50 Hertz, eine Sicherung. Mensch, ich schreibe so ja drauf, was für eine Art von Sicherung. Und zwar eine 5x20 mm Sicherung, 3 Ampere. Also braucht man sozusagen, kann man schon loslaufen und die richtige Sicherung kurven, wenn es einem durchknallt. Und dann macht man das Ganze erst auf. So, da ist es. So, mal kicken, ob hier irgendwie so eine hässliche Folie drauf ist, die man noch abziehen muss. Oh, Lämpchen, nö. Ich würde sagen, das ist so wie das. Also hier Current ist Strom, Voltage ist ja, Spannung, Volt, ne? Feinjustierung, Grobjustierung. Hier gibt es einen Anknopf, fühlt sich solide an. Dann gibt es hier drei Eingänge. Ein Plus, ein Minus und eine Masse. Das wird wahrscheinlich tatsächlich die Erde zur Hauptleitung sein. Also die sind auf jeden Fall gebrückt. Hier ist eine Brücke drin. Die kann man wahrscheinlich rausnehmen, aber grundsätzlich ist Minus und Minus und Masse 1. Naja, das muss ich mal rausfinden, warum das gebrückt ist oder was das für einen Vorteil machen könnte, wenn man das entbrückt. Nun ja, die Bezeichnung hier, also APS 3005D, die ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Die Gerät gibt es von verschiedenen Herstellern. Die gibt es mit maximal 5 Ampere, also 30 Volt 5 Ampere und 30 Volt 2 Ampere oder 3 Ampere. Also je nachdem, was man als maximal haben will, die ein bisschen weniger Ampere können, die noch ein bisschen billiger. Aber der Hersteller hier ist immer anders. Das ist halt ein Gerät, was aus China kommt. Niemand weiß, wer das wirklich produziert hat. Nun ja. Ja, aber sei es drum. So, jetzt schließe ich das mal an Strom an. Ich habe jetzt kein Stativ, deshalb stelle ich euch mal hier so hin. Und das Ding brummt. Strom brummt, hat mein Meister damals gesagt. Ich bin ja auch Elektriker, gelernter Elektroniker, habe dann da zwar nie in dem Beruf wirklich gearbeitet, andere Sachen waren spannender. Aber naja, so, gucken wir doch mal. Oh, man hört direkt da hinten Relais klacken. Nice. Jetzt sagt er 29,7, 28 Volt. Das ist ja eigentlich seltsam, weil das Ding eigentlich 30 Volt können soll. Ah, sehr gut. Also hier gibt es nochmal eine Feinjustierung und dann kommt man sehr bis 32 Volt. Und wenn man die hier voll aufdreht, wenn man das alles voll aufdreht, hat man 32 Volt und 5 Ampere. Das kann ich jetzt zwar nicht messen, weil ich ja keinen Verbraucher habe, der 5 Ampere hat, aber wir drehen das mal hier noch ein bisschen runter. So, und jetzt nehme ich mir mal mein Messgerät. Und die Schweineleitung hier. Und jetzt hier mega professionell. Da ihr habt jetzt schon direkt einen Kurzschluss. So. Sehr gut, läuft. Gerät. Auch so ein schönes Billigteil, auch vom Dave empfohlen. Aber gefällt mir gut. So, hier mit Hintergrundbeleuchtung und wir sehen 12,8 Volt. Hier werden 12,8 Volt angezeigt und da sagt er, das ist ein bisschen weniger. Und jetzt kann man hier mal feinjustieren. Hier geht mal hier runter. Na, und wie man sieht, geht es runter, bis da tatsächlich glatt 12,8 ist. Und dann. So, jetzt gab es hier mal einen Cut, weil die GoPro an mir ja nicht weitermachen wollte. Und jetzt ist auch schon der nächste Tag. Und wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, spreche ich nicht mehr ganz so sauber wie gestern, weil ich gerade beim Zahnarzt war. Und naja, jetzt gibt's Spritzen im Zahn. So, deshalb, aber ich mache mal mit meiner
mit meiner Review trotzdem weiter. Habe mir jetzt hier Widerstände hingelegt. 2,2 Ohm haben die. Und ja, mal gucken, was passiert. Also die sind so, ich glaube, 1 Watt oder so halten die aus. Aber jetzt eine Zeit lang nicht mit Widerständen und so einem Kram gearbeitet, mit Formeln. Also gerade noch mal ein bisschen rumgerechnet hier. Für die Nerds unter euch, die Billo-Nerds. Also, jetzt zeige ich erstmal nochmal zusätzlich zu der Anzeige mein Messgerät in Reihe geschaltet, sodass ich sehen, dass ich überprüfen kann, ob die Anzeige hier auch wirklich stimmt. Ne? Aber er zeigt mir hier 0,67 Ampere, also 670 mA, und mein Messgerät zeigt 669 mA. Und meine Stimme, meine Zunge ist mir im Weg beim Sprechen. Aber ja. So, und jetzt zeige halt hier mein 2,2 Ohm Widerstand, ein bisschen rumgerechnet, und bei 2,2 Ohm und eben Watt maximaler Belastung habe ich 1,4 Volt und die stehen da auch an. Und jetzt ist mein Messgerät immer noch in Reihe geschaltet und da geht dann hier alles so ein bisschen in den Keller. Aber wenn ich jetzt hier noch ein bisschen hochdrehe, naja. Aha, jetzt kommt er hier an seine Begrenzung. Ne? Da kommt dann hier so eine rote Lampe, jetzt quasi begrenzt er. Jetzt würde der Stromkreislauf, wenn ich hier die Spannung erhöhe, würde jetzt höher gehen als die 0,66 Ampere. Und deshalb begrenzt er das. Kann ich jetzt hier im Grunde genommen so viel weiter drehen, wie ich will. Da passiert nichts weiter. Der Widerstand wird jetzt hier schön warm. Aua, aua, aua. Also das Ding hier ist jetzt bombenheiß. Aber es hält genau der eine Watt, der da drüber läuft und der das Ding aushält. Ich weiß ja nicht, ob man das Ding überhaupt hier sehen kann. Ah ja, naja, da so ein kleiner Elektronik-Widerstand. Also ja, das Teil funktioniert wunderbar, Strombegrenzung funktioniert, die Anzeige ist absolut präzise. Also ab zumindest präzise genug für die Wald- und Wiesen. Elektro-Reparaturen, die man so bei Fahrzeugen und so weiter hat. Und ja, ich bin zufrieden. Wie gesagt, Farbe matcht hier zu diesem Gerät. Das passt dann. Kriege ich dann hier auch später noch, kann ich das dann da drauf stellen. Also ja, ganz toll. Ja, hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, naja, wie immer, Daumen nach unten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, da würdet ihr mir weiterhelfen. Ein Link über die zu dem Teil hier findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr da bei Amazon was bestellt, dann unterstützt er mich auch damit. Und ja, jetzt verzeiht mir bitte meine seltsame Aussprache und habt dann irgendwann viel Spaß mit eurem super billigen Stromversorgungsgerät. Aha, jetzt geht der Lüfter an. Naja. Nochmal zum Schluss hier das kleine Highlight, wenn das Ding zu warm wird und da zu viel Power drüber geht, dann gibt es da einen Lüfter. Also, tolle Gerät für wenig Geld, mehr kann man für das Geld einfach nicht erwarten. So, da war ich gerade mit meinem Review fertig und jetzt muss ich leider was entdecken, was extrem scheiße ist. Also wie ihr seht, das Ding ist an. Jetzt drehe ich das mal. Bumm, ist ausgegangen. Dreh zurück. Immer noch aus. Nagelneues Gerät. Übler Wackelkontakt irgendwie am Stecker. Tja, das ist auf jeden Fall mal enttäuschend. Also, geht zurück und dann werde ich mir einen Ersatz bestellen und hoffen, dass der Ersatz funktioniert. Aber das ist ja, ja, wie gesagt, enttäuschend. So, und da sind wir drin. Ich habe es jetzt mal aufgeschraubt. Hab den Verkäufer schon kontaktiert. Nochmal gucken, was er sagt. Also, wenn man sich mal anguckt, wie das hier verarbeitet ist, dann sage ich nur ui, 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 ui. Das ist auf jeden Fall kalte Lötstelle, hallo. Ne?
ja. Ah ja. Aber nochmal, was will man für das Geld erwarten, ne? Ich habe jetzt leider keine bessere Kamera, aber naja. Und für sich, das Design hier unten sieht ja nicht schlecht aus. Aber die Verarbeitungsqualität. Ja, hier mit irgendwelchen in der Luft hängenden Lastwiderständen. Naja. So. Und irgendwas klapperte hier auch drin. Gucken wir mal, das noch immer noch da ist. Aha, ja, hier. Da ist es, was klappert. Das klapperte. Das war mitten in dem Gerät drin. Zwar keine Ahnung von wo das kommt. Wo das an und für sich. Aha, da unten. Da ist es abgebrochen. Das ist ja wirklich beeindruckend. Wie auch immer das denn ins Gerät drin kommt. Also das ist wirklich krass. Ich habe das gerade, das Teil ja gerade von im Gerät rausgeholt, aber da sind die gebrochen. Also. Mann. Das ist doch scheiße. So. Wie kann jetzt hier so ein Wackelkontakt entstehen? Das ist mir doch auch ein absolutes Rätsel. So, jetzt was ich jetzt hier mache, ist natürlich mördergefährlich. Ne? Aber jetzt ist der Strom da. So. Also hier die Power-Taste ist immer noch angeschaltet, ne? Und wenn ich jetzt hier dran rumwackle, so jetzt kommt er. Zack, ist er an. Und tut, was er soll. Jetzt lasse ich los und warte. Ich habe keine Idee, woran er liegt. Also kann ja eigentlich nur sein, dass die Aufnahme hier von dem Gerät, übrigens schön mit Heißkleber festgemacht, dass die eine Meise hat. Ja. Wahnsinn. Also wirklich komplett für den Arsch. Also, was heißt für den Arsch? Wenn ich es geschenkt bekomme, wenn jetzt der Händler sagt, brauchst du nicht zurückschicken, dann repariere ich mir das. Aber für frisch und neu gekauft, naja, also auch wenn es plus 40 Euro kostet, erwartet man ja, dass das dann trotzdem funktioniert. Ne? Ja, enttäuschend. Schade. Endet das Video so. Aber nun ja, habt da nochmal was Neues gelernt. Jetzt mache ich nochmal ein abschließendes Video zu diesem Netzteil, was ich auf eBay gekauft habe und was 38,50 Euro gekostet hat. Also, das hat sich herausgestellt, der Verkäufer meinte ja zu mir, der würde mir 4 Euro zurückerstatten und dann soll ich mir ein neues Kabel kaufen, weil er meinte, auf dem Video, was ich ihm geschickt habe, könne er sehen, dass man das Kabel nicht richtig einstecken kann. Und dann habe ich das mal ausprobiert und das ist tatsächlich so, dass das Kabel, was die hier mitgeliefert haben, dass man das nicht voll einstecken kann. Das ist einfach scheiße produziert. Und deshalb, dadurch kam der Wackelkontakt zustande. Das heißt, die Buchse war tatsächlich in Ordnung. Und genau, und das kriegt man hier halt deutlich weiter hin. Und mit dem Kabel, was ich noch da zu liegen hatte, war das gut. Also, das ist einfach unsinnig hier. Das schlecht produzierte Scheiße kann man einfach komplett knicken. Und jetzt funktioniert das auch ohne Probleme. Also hier kein Wackelkontakt mehr und nichts. Ja, mit dem anderen Kabel. Aber das ändert nichts daran, dass hier das Gehäuse gebrochen war. Ne? Und insofern habe ich jetzt mit dem Verkäufer verabredet, dass er mir eine gewisse Prozentzahl zurückerstattet. Und damit sind wir dann wieder alle glücklich. Also, abschließend sei nochmal zu sagen, Verarbeitungsqualität. China-Kram halt, aber für 38 Euro für so ein Netzteil digital kann man tatsächlich nichts falsch machen. Vielleicht hat man Pech, dass einem einmal jetzt ausgeliefert wurde, wo der Kabel kaputt ist oder wo das Kunststoff hier vorne ein bisschen gebrochen ist. Aber ey, nochmal, 38 Euro, was willst du verlangen? Und durchgemessen habe ich das, sowohl die Strombegrenzung als auch das, was das angezeigt wird, als auch das, die Spannung, das ist alles absolut präzise. Ich habe leider kein Oszilloskop, in dem ich das, wo ich mal messen kann, wie gut die das hier rausfiltern, also wie sauber die Gleichspannung ist, die hier sowieso rauskommt, aber für meine Hobbyzwecke, gelegentliche Reparaturen reicht das Ding absolut aus.
Also, klare Kaufempfehlung für das Geld, zumal die hochwertiger sind, gleich derartig unverschämt viel teurer sind, dass man da wirklich erstmal nichts mit falsch machen kann. So, das war das. Das jetzt, hat jetzt länger gedauert als geplant, aber so ist es halt. Dafür habt ihr ein ausführliches Review und ja, viel Spaß mit euren Elektronikprojekten. Für alle, die hier Kompatibilität sehen wollen, ich habe jetzt hier schön auf 30 Volt hochgedreht und jetzt drehe ich hier den Strom noch schön hoch und dann wird das Ding gleich explodieren.